Hallo. Falls du in Region Brandenburg, Berlin dich befindest oder dorthin fahren planst, dann es wäre ganz hilfreich, dass ich dir zeige, wie kannst du ein Brandenburg-Berlin-Ticket kaufen. Was das bedeutet? Das bedeutet, das ist ein Ticket, die kostet 33 Euro beziehungsweise 25 Euro. Und damit kannst du den ganzen Tag mit deiner Familie oder Freunden mit dem Nahverkehr fahren. Also es gibt zwei Klassen, natürlich erste und zweite. Du kannst jetzt den Preis sehen. Es gilt bis zu 5 Personen und du kannst Nahverkehrszügen und weitere Verkehrsmittel in Brandenburg und Berlin nutzen. Auch es gibt noch einige ausgewählte Streckenabschnitten. Und die Brandenburg-Berlin-Ticket gilt ab 9 bis 3 Uhr morgen. Ab 18 bis 7 Uhr musst du Berlin-Ticket Nacht kaufen und natürlich kostenfrei bis zu 3 Kinder und bis 14 Jahre. Also gehen wir sofort dann ein Beispiel zu sehen. Zum Beispiel wählen wir Brandenburg-Berlin-Ticket, heutige Datum, zweite Klasse und zur Buchung. Dann öffnet sich ein Formular, das wir mit unseren Daten ausfüllen sollen. Du kannst das speichern für zukünftige Buchungen. Du kannst dich auf deinem Konto anmelden oder weiter als Gast fortfahren. Ich nehme diese Option als Gast. Und dann hier steht den Preis und sagen wir weiter. Also hier, wenn wir weiter fortfahren, sollen wir natürlich noch unsere Daten dazugeben. Also unsere Adresse, unsere anderen Daten. Hier müssen wir schreiben Namen aller Reisenden. Also das ist zuerst mein Name und dann müssen wir bis 5 Personen noch. Wenn du dann zahlen möchtest mit dem PayPal, das geht sehr schnell in ein paar Klicks. Oder wenn du mit der Kreditkarte fortfahren möchtest, musst du deine Daten geben. Hier sind die Bonuspunkte, die du sammeln kannst. Also wenn ich klicke zum Beispiel auf PayPal und wenn ich weiterklicke, es wird mir dann genau zu dem PayPal führen und dann, das geht ganz, ganz schnell in 2 Klicks. Ganz am Ende dann bekommst du, dass du das prüfen und buchen kannst, also mit PayPal und dann bekommst du sofort Bestätigung. Bestätigung kannst du in deiner Deutsche Bahn App nutzen. Das ist wie ein QR-Code-Ticket. Kannst du auf E-Mail speichern oder zur Sicherheit einfach das ausdrucken. Nicht zu vergessen, sehr wichtig, den Ausweis zu deiner Zugfahrt zu bringen. Ich wünsche dir eine schöne Reise und bis nächstes Mal.